Real nutzt ohne Gesch und einen Großpatzer der Konkurrenz aus. Champions League-Sieger Real Madrid hat in der spanischen Fußballmeisterschaft die Patzer von Tabellenführer FC Barcelona und Atletico Madrid ausgenutzt. Der Rekordmeister siegte am 22. Spieltag ohne den geschonten Ex-Weltmeister Toni Kroos 3:0, 1:0 gegen Deportivo Alaves. Karim Benzema 30. mit seinem 10. Saisontor, Junior Vinicius 80. und Mariano 90.1 trafen für Real zum 4. Sieg in Serie, die Königlichen haben damit nur noch 2 Zähler Rückstand auf Atletico sowie 8 Punkte auf Barça. Meister Barcelona hatte am Samstag 2:2, 0:2 gegen den FC Valencia gespielt. Atletico kassierte beim 0:1, 0:0 bei Betis Sevilla erst die 2. Saisonniederlage. Sergio Canales 65. verwandelte einen Handelfmeter für die Gastgeber zum Sieg. Für Atletico war es die erste Niederlage nach zuvor 18 ungeschlagenen Spielen in Serie. Zuletzt hatten die Rojiblancos am 1. September 2018 mit 0:2 beim FC Getafe verloren. Barça hatte trotz zweier Tore von Superstar Lionel Messi bei der Startelf-Rückkehr von Nationaltorhüter Marc-André Ter Stegen nach 8 Siegen in Serie erstmals wieder Punkte in der Liga liegen gelassen. Am Mittwoch, 21:00 Uhr, treffen Barça und Real im Hinspiel des spanischen Pokalhalbfinales in Barcelona aufeinander. Das Rückspiel steigt am 27. Februar in der spanischen Hauptstadt.